Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem neuesten Video. Wie wir eben in dem kleinen Bubble-Schneck-Video schon gesagt haben, kommt jetzt die Pfötchenbox. Sagt euch auch schon der Titel. Das ist jetzt noch diese Osterpfötchenbox. Und durch Zeitmangel haben wir es einfach nicht geschafft, die aufzumachen und reinzuschauen. Und das machen wir jetzt mit euch gemeinsam. Wer kann es schon kaum erwarten. Wer es noch nicht kennt, hier oben ist ja wie immer dieses Siegel drauf. Das machen wir jetzt erstmal auf. So, hallo. Gehst du mal bitte auf deinen Platz? So, also ich kann es jetzt schon alles sehen. Oh, Svej kann sich auch kaum zurückhalten. Das wäre aber mal ganz praktisch. So, da haben wir jetzt hier wieder dieses Kärtchen, beziehungsweise wir haben ja jetzt das Kärtchen das erste Mal. Wir hatten es ja in unserem letzten Paket nicht. Das fand ich ziemlich blöde. Aber jetzt ist es da und verspätet kriegen wir hier frohe Ostern gewünscht. Genau. Willst du sie gewinnen? Bla bla, quack, quack, quack. Das ist natürlich jetzt alles schon vorbei, weil Ostern ist natürlich schon rum. So, dann holen wir auch direkt mal das erste schon raus. Ganz oben liegt jetzt hier so ein Spieli. Ja, Moment, Moment. Und zwar, das soll praktisch komplett da drin sein, theoretisch. Wie so ein Ei. Und dann, flupp, wird es geboren. Ach, das ist der Bauch. Auch nicht schlecht. Also aus dem Bauch sozusagen wird dann das Ei. Witzige Idee. Es ist eine Schildkröte. Oh nein, und es hat ein Quietschi. Geht auch. Das zu früh gefreut. Ich habe gedacht, es hätte vielleicht keins. Also das ist jetzt auch auf Englisch. Ja, Turtle, das habe ich selber erkannt. Inside Out, Dog Toy. Habe ich auch selber erkannt. Genau. Das ist jetzt das Zettelchen. Ah, das sieht man gar nicht. Das ist ja blöd. Also das ist das Zettelchen dazu. Also das finde ich jetzt ganz süß. Da müssen wir jetzt noch das Quietschi tot machen. Und das ist irgendwie goldig. Oder? Findest du das auch goldig? Ja, du findest... Aha. So, jetzt tun wir lieber nochmal weg. Jetzt haben wir hier so ein Keks. Das ist jetzt hier Dog Bakery. Ein Tütchen. Ingredients. Da ist auf Deutsch übersetzt irgendwas mit Reismehl, Olivenöl. Ich würde behaupten, das heißt rote Beete, Spinat, Kurkuma, Spirulina, Royal Icing. Das kennen wir jetzt eigentlich nur vom Menschen. Schauen wir uns das mal an. Ach, okay. Das ist ein kleiner Keks, ein kleiner Keks. Oh, yummy, yummy, yummy. Mmh, mein Osterkeks. Hast du gedacht, hä? Ja, also das, der Keks an sich, auch mit Fleisch, das ist das allererste, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, klingt jetzt nicht so verkehrt. Mmh, der riecht auch voll lecker. Und dieses Icing, das ist natürlich mega Zucker nur. Und Farbstoff. Oh, ist da was schon. Geh mal auf deinen Platz jetzt. So, Achtung. Und jetzt. Ja, also das Icing, das ist einfach so Puderzucker mit Farbstoff und Zitronensaft. Und da der komische Keks, der schmeckt einfach nur nach Pappdeckel. Bon Appetito, mein Schatz. Okay, also es krümelt wie Sau. Ah, innen drin sieht man auch busy yellow. Na dann, scheint es schmecken. Klar, ist ja auch süß wie Sau. So, dann was ist das? Wie funktioniert eine Tierkrankenversicherung? Werbung von der Agila. Brauche ich jetzt nicht. Dann Puppy Milk Drops. Safe. Ja, zu trocken, ne? Safe Milk
Chalk Treats from Puppies. Also da ist auch Calcium nochmal zugefügt. Die sehen so aus. Genau. Ergänzungsfuttermittel für Hunde, zusammengesetzt Öle und Fette, Milch, Derivate, mindestens 4% Zucker, Getreide und Mineralien. Sensorischer Zusatzstoff, Geschmacksstoff, aha, das ist ja auch sehr aussagekräftig, Geschmacksstoff. Rohasche 7%, Fütterung als Belohnung geben, bitte immer frisches Trinkwasser zur Verfügung stellen. Ungefährlich, falls von Kindern gegessen. Für Hunde unter 3 Monaten nicht geeignet. Kalt- und Trockenlagern, Verfallstumme, bla bla bla. Ja, so, also 125 Gramm sind da drin. Und, da habe ich dann noch den Zuckerguss. Was ich jetzt ja auch bei der Heidi gelernt habe und was einem aber eigentlich auch der logische Menschenverstand sagt, ist, wenn der jetzt schon wieder steht für Hunde unter einem gewissen Alter oder für gewisse Hunde nicht geeignet, dann sollte man sich auch immer überlegen, warum ist das jetzt ausgerechnet für die nicht geeignet? Also wenn das jetzt hier unter 3 Monaten nicht geeignet, könnte man vermuten, da ist so viel Chemie und komisches Zeugs drin, dass man sagt, ne, für die im Wachstum vielleicht lieber nicht. Wobei ein Hund mit 3 Monaten ja noch nicht ausgewachsen ist, also alles ein bisschen komisch. Dann jetzt mal der Geruchstest. Geht überhaupt nicht. Da. So, ach du Schreck. Also das riecht. Riecht gut, ne? Das riecht wie diese Milchtropfs von Trixie, glaube ich, waren die, die ich schon mal vorgestellt habe. Aber die sind viel flacher. Also die sind richtig so ganz platti-platti. Ja, dass du das frisst. Oh, es frisst es nicht. Ah, doch. Also es schmeckt so milchjoghurtartig und chemisch halt. Ja. Also aber auf jeden Fall vom Geruch her wirklich 1:1 wie diese anderen Tropfs. Nur sind die halt mehr wie so Frisbee-Scheiben, platt und nicht richtig wie diese Tropfs geformt. Okay. Dann. Schokoholic. Ein Schokoholic Bar. Special. Bla bla. Speziell entwickelt für Hunde behandeln. Ah, geiles Deutsch. Der sieht so aus. So. Auf der Rückseite. Auf der Rückseite. Ah, da ist das Deutsche. Ist ein Ergänzungsfuttermittel für Hunde. Feed als Belohnung, Lohn und Arbeitsbeihilfen. Nicht. Jesus Maria. Ach, Schatzi, da hat's geschmeckt. Ein kleines Bäuerchen gemacht. Guck mal, das war was. Das ist das mal. Also, nochmal. Oh Mann, doch, man kann es nicht sehen. Ist ein Ergänzungsfuttermittel für Hunde. Feed als Belohnung, Lohn oder Ausbildungsbeihilfen. Nicht schädlich, wenn sie von Menschen gegessen. Hergestellt mit natürlichen Inhaltsstoffen und non-gehärtetes Fett von künstlichen Farben und Aromen. Ja, also der, der das übersetzt hat, das war wahrscheinlich der Google Translator. So, aber egal. Ich weiß ja nicht, ich habe mich ja noch nie, obwohl da ja keine Schokolade drin ist, aber ich habe mich ja noch nie getraut, das dann tatsächlich mal eine Schokolade für den Hund zu holen. Also da steht jetzt auch einfach nur Ingredients, Zucker, Mehl, Karab-Mehl, Pflanzenöl und Chemie. Naja gut, aber ich mach's jetzt mal auf. Ups. Ja, ja, ich mach's ja auf. Oh, ist das tatsächlich? Es ist tatsächlich braun, wie Schoki. Sieht aus wie Schoki. Andere Seite sieht auch aus wie Schoki. Also ich glaube, das will ich jetzt nicht probieren. Und ich glaube, das darfst du ein Stück probieren, um zu sehen, ob du es isst. Und dann schmeißen wir den Rest weg.
Boah. Also, es ist süß. Also, das schmeckt nicht nach Schokolade, das schmeckt nach nichts, das schmeckt und es schmilzt auch nicht, sondern es ist so ein Fettfilm. Es ist richtig krass süß. Es ist richtig, richtig krass süß. Riecht nach Kaffee, ehrlich gesagt. Kaffee und Schuhsohle. Also das schmeißen wir jetzt auf jeden Fall weg. Na gut, also ein Stück hat sie jetzt gegessen, der Rest kommt in die Mülltonne. Das ist mir echt zu abartig. So, wir nähern uns dem Ende. Das letzte sind jetzt die hier. Beef and Tomato. Tomato. So, also Tribal, Natural, bla bla bla. Und das finde ich auch immer so schön. Alles voll Chemie. Das hat jetzt auch nichts mit dem Ernährungsberater zu tun. Das habe ich ja vorher auch schon gesagt. Alles immer voll Chemie und dann steht da drauf so healthy, natural. Ja, also da. Made in the UK. Ja, also die Verpackung ist jetzt schön. So, das hat hier oben auch wieder so ein Zipper-Ding. Das finde ich ja immer gut, wie ihr mittlerweile wisst. Wenn das aber nicht hier aufreißen geht, ist es auch schon wieder scheiße. Okay, Schere. Keine Schere, aber ein Messer haben wir jetzt. So. Und da kommt der Zipper. So sieht das aus. Oh. Hier mein Platzi. So. Also die riechen erstaunlich neutral. Jetzt kannst du auch ganz sagen. So. Ups. Hä? Ja. Also es schmeckt nach nichts. Ja, nach Mehl natürlich. Es schmeckt nach Mehl und nach sonst nach nichts. Ich habe gerade gelesen, Human Ingredients, aber es sind natürlich keine menschlichen Inhaltsstoffe, aber es ist für Menschen geeignet, deswegen war das jetzt auch nicht dreimal, dass ich das gegessen habe anscheinend. Ja, also die finde ich jetzt nicht schlecht, die riechen nämlich nach nix und die schmecken auch nach nix. Also kann nicht so viel drin sein, weil ich kann ehrlich gesagt das nicht so richtig. Doch, da. Glutenfrei. Ach, schau dir das an. Okay, das habe ich jetzt übersehen. Also auf jeden Fall glutenfreies Mehl, Rindfleisch, Tomatenpüree, Olivenöl, Leinsamen und Rosmarinextrakt. Rohasche 0,8%. Ja, siehst du mal, deswegen riecht und schmeckt das nach nichts, weil es glutenfrei. Cool. Also unsere ersten glutenfreien, trotzdem aber mit Mehl gebackenen Kekse. Also die finde ich gut. Und das Spieli finde ich irgendwie auch cool. Wobei mich das Quietschi stört. Aber das Spieli finde ich irgendwie lustig. Ja, ja, die Trotz fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Der Keks war noch da drin, stimmt. Und die Schokolade. Die Schokolade, die ist echt abartig. Also die, ja. Das war's. Mehr ist da nicht drin. Da ist jetzt nicht unten dann immer so, ja, gefaktes Stroh drin. Ja. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, zu sehen, wie ich Hundefutter esse. Und, ach genau. Jetzt haben wir hier noch diese komische Karte. Genau. Das war jetzt auch alles da drin, was da drauf stand. Wobei man ja echt sagen muss, dass der Keks da ja viel schöner aussieht. Wobei das ja gut ist, dass er nicht so bunt war, weil dann ist da nicht so viel Zuckerguss drauf. Aber trotzdem. Ha! Da steht zu diesem Keks, die leckeren und bunten Ostereierkekse. In der Hundebäckerei werden aus rein natürlichen Produkten hergestellt, frei von künstlichen Zusatzstoffen. Das kann ja sein. Die glutenfreien Kekse werden ohne Zucker oder Salz hergestellt. Also ich möchte ja mal gern wissen,
was, also in diesem Royal Icing, natürlich der Keks ist ohne Zucker, aber das Icing 100% Megazucker drin gewesen. Das war ja pappensüß. Bei der Ekelschokolade steht: Diese Schokoholic Snacks versüßen deinem Hund die Osterzeit aufgrund der darin enthaltenen Vitamine und des geringen Zuckergehalts. Und des geringen Zuckergehalts wurde der Snack perfekt an die Bedürfnisse deines Hundes angepasst. Da haben die aber auch Glück, dass die meisten Leute nicht wie ich sind und sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen, sondern tatsächlich nur das lesen, weil das ist ja fast nur Zucker gewesen, ja? Also das glaube ich im Leben nicht. Das könnte jemand anders erzählen, gell? Ja. Genau, die da sind ein willkommener Snack für zwischendurch, ohne Zusatzstoffe, ohne Zucker, glutenfrei und reich an Vitamin E. Milchdrops mit leckerem Milchgeschmack, das waren die da. Eignen sich besonders als Ergänzungsfutter und sind dabei gleichzeitig eine ideale und gesunde Belohnung für deinen Hund, reich an Kalzium, süße Ostern. Ja, na gut. Also bis auf die Schokolade war das auf jeden Fall jetzt schon mal besser wie letztes Mal, fand ich. Ja, das lässt ja immer noch Luft nach oben. Zumindest hatten wir jetzt schon mal ein Kärtchen dabei. Das ist ja schon mal was. Und unser Spielzeug hat diesmal keine Macke. Also hat es vielleicht was gebracht, dass ich mich mal beschwert habe. Nee. So, und jetzt hat die Svea ihren Physiotherapie-Termin bei der Susanne. Und da gehen wir jetzt hin. Also, macht's gut. Ciao, ciao.